Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ja, es wurde verdammt Zeit, dass ich auch den zweiten Teil oder beziehungsweise den dritten Teil von der Desperados-Reihe rund um John Cooper spiele. Heldorado. Und ja, ich freue mich schon drauf. Es wurde auch tatsächlich von ein paar dem einen oder anderen Kommentar wurde es doch tatsächlich gefordert, dass ich das doch bitte spielen soll. Und dann tue ich das doch jetzt einfach. War wieder richtig bescheuert, das Spiel zu installieren, weil die ganzen Lizenz-Software-Scheiße, die da mitgeliefert wird, natürlich nicht mehr mit Windows 7 kompatibel ist und man sich das und sich jeden einzelnen Spieltreiber einzeln aus dem Internet von irgendwelchen ominösen Websites runterziehen muss. Aber ihr seht, es funktioniert, es hat Full HD. Und wir fangen doch jetzt einfach mal an. Wir spielen natürlich auf Desperado schwer. Wir könnten natürlich auch umstellen, es gibt hier mittlerweile auch die mittlere Schwierigkeitsstufe, aber die kommt natürlich nicht in Frage. Spielschwierigkeit akzeptieren, ihr seht's, Full HD, ich hoffe mal es funktioniert, ich habe noch keine Testaufnahme gemacht. Ist auch lange her, als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Aber dies machen wir, absolvieren wir doch erstmal das Training. Rochester Felsen. Eine tote Steineiche. Gehen Sie zu der Eiche. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Doc McCoy in meiner Gewalt. Wenn Ihnen das Leben Ihres Freundes am Herzen liegt, reiten Sie morgen zu dem Gefängnis auf dem Rochester Felsen. Südlich von Santa Fe. Ach, das gute alte Santa Fe. Am Wegrand steht eine tote Steineiche. Gehen Sie zu der Eiche. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Also, wo ist dieser verfluchte Baum? Sie sehen im Augenblick nur einen kleinen Teil des Spielfelds. Öffnen Sie erst einmal die Minimap und verschaffen Sie sich einen Überblick. Die tote Eiche steht an der Stelle, die auf der Minimap markiert ist. Minimap? Ach ja, hier. M. Okay. Scrollen Sie jetzt über das Spielfeld, bis sich der tote Baum in der Mitte des Bildschirms befindet. So, ich habe noch keinen Helm. Sehr gut. Zoomen Sie jetzt aus der Karte heraus, bis Sie Cooper am Bildschirmrand sehen können. Da ist Cooper. Wählen Sie ihn. Gut. Gehen Sie jetzt mit Cooper zu der Tasche, die neben dem Baum steht. Das kann ich. Ja, man sieht schon, es sieht schon einiges anders aus. Die Grafik ist auch ordentlich verbessert worden. Ich habe natürlich, die Ego-Perspektive noch nicht zur Verfügung. Auch wenn ich hier gerade Tab drücke, ein Bilder. Das wird jetzt alles, ich sehe nur das Tutorial, da werden ein paar Kleinigkeiten erklärt. Hier ist gerade noch tote Hose. Das wird sich bestimmt noch ändern, denke ich mal. Oh, eine Tür, eine magische Tür im Dach. Hier ist unser Ackergaul. Der Bocking Bronco. Verflucht. Okay, Docs Tasche. Jetzt sieht man auch, wer gerade redet. Okay. Lesen Sie den Zettel, den Cooper in Docs Tasche gefunden hat. Tja, Sie haben die Tasche Ihres Freundes sicher erkannt. Nun wissen Sie, dass ich es ernst meine. Also, machen Sie keine Dummheiten und folgen Sie dem Weg weiter, bis Sie einen Grabstein am Wegrand erreichen. Was wird das? Eine verfluchte Schnitzeljagd? Aber sicher doch. Ach, da haben wir doch zwei andere freigeschaltet. Hallo! Hallo Sam, hallo Kate. Ja, grafisch definitiv eine Verbesserung. Viele aktivieren Sie alle drei Helden. Neues Spiel, gut. Neues Glück. Rennen Sie mit Ihren Helden zu dem Grabstein, der ein paar Meter weiter am Straßenrand steht. Das kann ich. Und? Geschafft. Lesen Sie jetzt mit Cooper die nächste Botschaft. Ich hab immer noch keine Ego-Perspektive. Mal sieht, was uns dort erwartet. Steht ein Wegweiser. Dort finden Sie weitere Anweisungen. Ah, oh, immer diese, immer Anweisungen, Anweisungen, Anweisungen. Wo steht der Wegweiser nur dort? Schau an, eine Wache. Die erledige ich. Wieder so ein lustiger Mexikaner von Angel für Arnie, der ist ja tot. Lassen Sie Cooper erst einmal stehen und aktivieren Sie den Sichtkegel der Wache. Ah, das war alt, gell? Alt, genau.
Oh, süß, wie sie es erklärt haben, aber wirklich gut ist der nicht. Sie sollten unbedingt ein Quicksave anlegen, bevor Sie sich in Gefahr begeben. Gehen Sie jetzt mit Cooper in die Hocke. In die Hocke? Ich gehe. Okay. Schleichen Sie jetzt am äußeren Rand des Sichtkegels entlang hinter den Felsen neben der Brücke. So. Wie ging das so? Ich muss mich selber erst wieder einspielen. Ich habe immer noch nicht die Ego-Perspektive, schade. Oder halt okay, die, Third, das war's. Die Third Person. Ich sollte nicht zu lange brauchen, sonst erkennt er mich. Man muss schnell sein. Ich spiele hier immer. Gut gemacht. Ziehen Sie den Revolver. Desperado schwer. Was? Ziehen Sie den Revolver. Fühlt sich gut an, nicht? Gehen Sie jetzt mit gezogener Waffe in eine günstige Schussposition. Ja, es geht auch nicht zuerst eine lange Stange. Eine günstige Schussposition. Wie war das mit Shift? Genau. Nee, mit Shift. Jetzt kann Cooper die Wache besser sehen. Erledigen Sie sie. Shift-Taste. Ach, da oben steht's ja sogar, wie ich mich so machen habe. Gut gemacht. Stecken Sie die Waffe wieder weg und stehen Sie auf. T, um aufzustehen. Okay. Gehen Sie mit Cooper zur Leiche und heben Sie sie vom Boden auf. Also gut, so gut wie erledigt. Ist ja irgendjemand? Nein. Feini. Ganz schön schwer. Tragen Sie die Leiche hinter den Felsen und legen Sie sie dort wieder ab. Tja, und jetzt? Ich hab grad einfach wieder irgendeinen random Typen umgebracht, gell? Hätte ja jeder sein können. Hätte auch einfach einer sein können, der da wohnt. Aber gut. Kein Herz für virtuelle Mexikaner. Aktivieren Sie das Noise-Tool. Ah, jetzt. Legen Sie sich auf den Boden, schleichen Sie sich an den Gegner auf der Brücke heran und schlagen Sie ihn nieder. Aber passen Sie auf. Cooper macht auf Holz mehr Lärm als auf Sand. Quicksave, mein okay, das war's. Das Freund und Feind in diesem Dreckspiel. Wie so ein scheiß falsch gesetztes Quicksave eines ganzen Spielstand versaut. Wie es es halt bringt, weißt du? Gut gemacht. Eigentlich nehmen Sie jetzt Kate und fesseln Sie den ohnmächtigen Gegner. Also Katie, mach das mal. Okay. Der Cooper verstecken Sie Ihre Helden und den Gefangenen hinter dem Felsen beim Wegschild. Da. Platz da! Dass man, wie man halt richtig schön sieht, wie Kate deutlich leiser ist wie die anderen beiden. Lassen Sie Cooper die Botschaft lesen, die er hinter dem Felsen entdeckt hat. Kann ich ihn nicht einfach abstechen, anstatt... Nein. Auf geht's. Gehen Sie durch das Tor. Links hinter den Felsen stehen ein paar Kisten. Zwischen den Kisten finden Sie eine weitere Botschaft. Das ist halt echt so eine schwule Schnitzeljagd. Ohne Witz. Warum? Hey, Bro. Hat jemand Lust auf... Wählen Sie Kate aus und aktivieren Sie Ihre Verführungskünste. Du bist aber ein kräftiger... Gehen Sie mit Kate in den Sichtkegel des Gegners und warten Sie ab, bis er sich Kate angenähert hat. Schlagen Sie ihn dann mit Kate nieder. Wirklich mit Kate niederschlagen? Also wenn ich der Typ wäre, würde ich mich aber schon fragen, warum da auf einmal so eine komische Saloon... Tussi oder so eine Saloon-Dirne kommt, sich einfach zu irgendeinem verlassenen Gefängnis, weißt, stellt sich vor die Tür und sieht sexy aus und der Typ findet es nicht irgendwie komisch oder so. Die Tür lässt er auch noch offen stehen, wenn er schon dabei ist. Sack Cheese. Finger weg von einem. Sehr gut. Einstern. Fesseln Sie die Wache und verstecken Sie sie zusammen mit Ihren Helden hinter dem Felsen. Das ist immer die gefährliche Sache. Habt ihr gesehen, Kate hat ihn mit einem Stern jetzt gerade. Also der ist nur ganz kurze Zeit K.O., weil ich spiele hier auch schwer. Ich hätte jetzt vielleicht eine Minute oder so weniger gehabt. Ja, ich weiß nicht, müsste ich mal testen, aber dann schlagen die halt Alarm, wenn sie aufwachen. Neues Spiel, das ist auch keine neues Idee. Glück. Und manche Gegner, das ist also so eine Lusche. Andere Gegner lassen sich gar nicht mal so einfach niederschlagen. Wählen Sie Cooper aus und aktivieren Sie seine Uhr.
Ah, die Uhr. Ja, die haben sie ja deutlich verbessert im Spiel, hoffe ich. Dann wollen wir mal. Sollen wir das Neues auf das Neues aufpassen? Gut. Platzieren Sie die Uhr so, dass die Wache hinter dem Lappen. Warten Sie ab, bis sich die Wache der Uhr nähert und erledigen Sie sie mit dem Wurfmesser. Wurfmesser habe ich jetzt. Finde ich auch cool. Müsste ich mal die Spielsounds ein bisschen höher stellen, dass man die Spieler mal ein bisschen besser hört. Tut mir leid, keiner. So gut wie erledigt. Also gut. Die Kommentare sind immer noch die gleichen. Okay, denken Sie daran. Sie müssen die Uhr wieder einsammeln. Beobachten Sie dann den Sichtkegel der Wache, die bei den Kisten im Hof steht. Wie Sie sehen, schaut die Wache nicht stur geradeaus. Warten Sie den richtigen Zeitpunkt ab und gehen Sie mit Cooper zu der Botschaft, die bei den Vorratskisten liegt. Auf geht's. Tja, und jetzt? Ich will nur kurz Ruhe in Frieden. Der Korrektheit wegen. So, jetzt muss ich aber in den Optionen Audio, es tut mir leid, die Effekte ein bisschen nach oben schalten. Ich will die Spieler nämlich und hören. Los, dann wollen wir mal. Generell so ein bisschen. Das eine oder andere möchte ich doch gerne hören. Mal ausprobieren. 9, 8, 7, 6, 5, Quick Save. 4, 3, 2, 1. Ja, so ist besser. Eigentlich auch wurscht. Okay. Die Wache hier ist die Rain, okay. Das heißt, immer schön gucken, wo der so hinschaut, wo startet der hin. Der ist auch, also der ist auch Rain. Jetzt aber schnell. So, machen wir das. Mal sehen, was uns dort erwartet. So, jetzt bin ich hinter dem Felsen in Sicherheit. Dringen Sie in das Gefängnis ein. Links neben dem Gefängnistrakt liegt eine Botschaft mit weiteren Anweisungen. Weitere Anweisungen? So, so. Wie haben die das jetzt gemacht, weißt du? Obwohl, ich will mich jetzt nicht beschweren. Da, Combo Action. Aktivieren Sie den Quick Action Modus. Oh, ich finde die Stimme von dem Sprecher voll geil. Ganz ehrlich. Was ein bisschen schade ist, dass der da oben, der nervt eigentlich ein bisschen. Wieder einer weniger. So ist schöner. Ob das jetzt die richtige, ich speichere einfach mal nicht. Quick Action, Quick Action. Das ist das hier, gell? Genau. Wählen Sie Kate aus, aktivieren Sie das Puder und klicken Sie auf einen der beiden Gegner hinter dem Felsen. Wählen Sie dann Cooper aus, aktivieren Sie das Wurfmesser und klicken Sie auf den Gegner oben auf der Mauer. Auf geht's. Okay, da habe ich jetzt wieder ein bisschen gemurkst. So ist's richtig. Bestätigen Sie die Quick Act. Okay. Fuck, hier bin ich, habe ich kein Zwischenspeicherung. Autosave, doch da. Puh. Aber die Ladezeiten sind geil verkürzt worden. Das finde ich cool. So, bevor ich das Quick-Ding aktiviere, mache ich den hier platt. Was für eine Verschwendung. Dann wollen wir mal. Und dann laufe ich hier hoch, weil hier sind ja gerade keine, gell? Ist ja das Geile an der Sache. Schneuse ist aktiv. Aber schnell. Einfach da hochgehen. Den Typen mal holen und irgendwo hin tun. Der liegt da nämlich ganz gut. Mal sehen, was uns dort erwartet. Ich weiß, es ist Schmurks, das soll ich nicht. Das Tutorial denkt für mich und da wäre wahrscheinlich nicht mal was groß passiert, wenn ich das jetzt nicht getan hätte. Aber Wayne juckt's. Normalerweise würde ich die beiden jetzt auch einfach erschießen, weil hier weit und breit keiner ist. Vorwärts. Aber wir tun dem Tutorial jetzt doch einfach mal was Dann Gutes. Wollen wir mal. Und los. So. Jetzt aber schnell. Crouchen. Also Quick Action. Wählen Sie Kate aus, aktivieren Sie das Puder und klicken Sie auf einen der beiden Gegner hinter dem Felsen.
Wählen Sie dann Cooper aus, aktivieren Sie das Wurfmesser und so ist's richtig. Bestätigen Sie die Quick Actions und führen Sie sie aus. Wenn Sie wollen, können Sie sich die Quick Actions auch im Movie Mode anschauen. Ja, wir können die uns echt angucken, aber ganz ehrlich, braucht doch niemand. Ja? Ah, da ist... Das sind zwei. Neues Spiel. Warten Sie, bis die Wache stehen bleibt. Schleichen Sie sich dann von hinten an die Wache heran und schlagen Sie sie nieder. Achten Sie hierbei auf die Noise Range Ihres Helden. Kleiner Tipp. Kate ist leiser als Cooper und Sam. Da bin ich. Erledigen Sie dann die Wache an der Treppe. Der ist unendlich lang mit tolperner Puder ins Gesicht. Das verstehe ich auch nicht. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Und der hier wird nicht als ohnmächtig erkannt, weil er steht. Das heißt, die checken das nicht. Schaut mir jemand nach. So, die Noise Range, wie das halt klingt. Achten Sie auf die Noise Range. Ah, da oben sind auch vier. Ah, ich erinnere mich, was ich mit denen machen muss. Da kommt dann das Kombo. Dauert nur eine Sekunde. Ganz leise. Und los. Und du setzt aus. Voll in die Nüsse. Neu gemischt. Das funktioniert halt aber auch nur, weil das so eine Pussy ist. So. Was springt raus bei dem Job? Beeilung. Die Wache an der Treppe, die ist ja gar kein Problem. Hallo Wache an der Treppe. Klettern Sie mit Cooper die Leiter hoch und verstecken Sie ihn hinter den Kisten. Fesseln Sie gleichzeitig mit Kate die Wachen unten im Hof. Ach guck, ich muss den Typen hinter den Kisten verstecken. Oh, ich weiß gar nicht, was los ist. Irgendwie habe ich ihn doch bereits getötet, hä? Vorwärts. Das sieht man mal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also selbstbewusst ist Sam, ja, das musst du ihm lassen. Stiefelt einfach hoch. Öffnen Sie jetzt die Palette für die Combo-Aktionen. Die ist... Ah, hier. Prügelknaben. Aktivieren Sie die... Gut. Legen Sie jetzt den Bereich fest, in dem die Combo-Aktion ausgeführt werden soll. Weißt du, es ist ein Tutorial und ich bin gerade trotzdem einfach draufgegangen, weil ich in die Quick-Eck... Ja? Aktivieren Sie die Combo-Aktion Prügelknaben. Gut. Legen Sie jetzt den Bereich fest, in dem die Combo-Aktion ausgeführt werden soll. Die schlafen erstmal eine Runde. Führen Sie jetzt die Combo-Aktion Fesselkünstler aus. Das ist das Allergeilste. Er ist weich wie Butter. Die Combo-Aktion. Das finde ich klasse. Gehen Sie mit Cooper zur Botschaft neben dem Gefängnistrakt und lesen Sie sie. Wo? Da. Das ist das Geilste. Die Combo-Aktionen sind echt super, was es da auch alles gibt. Die hier ist zum Beispiel Saubermänner, also das heißt, wenn mit John und Sanchez einen Bereich markieren und dann einen Ort markieren, wo sie sich hinlegen sollen, dann sammeln die alle ein und räumen die weg. Das ist mal ganz geil. Das Fesselkünstler ist auch nicht schlecht. Das Prügelknaben, ja, ist halt ziemlich riskant, wie man ja gerade schon gesehen hat. Blutsbrüder, da, das ist im Prinzip wie Prügelknaben, nur halt mit Tod statt K.O. Das heißt, die stechen alle nieder, der und Hawkey. Die Liebenden, das ist so eine Ablenkungsgeschichte, das muss ich mal ausprobieren. Schauspieler, ah, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch so eine Ablenkungsgeschichte. Revolverhelden, da wird einfach auf alle, werden alle erschossen in irgendeinem Bereich. Und was haben wir hier unten? Ja genau, mit Hawkeys Pfeil Dynamitstange dranbinden, Betäubungsgas dranbinden, Bruder dranbinden. Entführer, das ist auch Ablenkung, glaube ich. Das ist Tequila, auf den man schießt, der explodiert, auf den man schießt. Spaßvögel. Ach, da ist Betäubungsgas, das heißt Mine quasi, eine Betäubungsmine. Das habe ich auch, das muss ich mal alles ausprobieren. Das kostet halt die unteren Kosten. Also ein Pfeil und eine Dynamitstange kosten die hier oder ein Tequila und Nitroglycerin. Ist aber ganz geil, können wir alles noch ausprobieren. Dann werde ich auch mal versuchen, manche sind echt geil.
Vor allem die hier, Dynamitstange mit unglaublicher Präzision und Reichweite. Und aber ich habe schon wieder genug geredet. Sprengen Sie das Tor zum Gefangenentrakt und befreien Sie El Cortador. Er wird in der Zelle am Ende des Ganges gefangen gehalten. Aktivieren Sie Sams TNT und platzieren Sie es bei der Markierung vor der Tür. Okay, aber bevor wir das machen, beende ich die Folge für heute oder für hier. Ich sag aber dazu, ich werde in Zukunft das so handhaben, ich werde am Stück aufnehmen, eine große Session machen und dann einfach in Parts schnipseln und eventuell auch manchmal was schneiden, wenn ich eventuell zu lange brauche oder sowas. Das sehen wir ja dann. Ich spiele hier immerhin auf Desperado schwer durch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, in Zukunft kommt keine Verabschiedung. Geht immer so 20 Minuten Folgen, 20 bis 30 Minuten, je nachdem, ob was Spannendes passiert oder eben nicht. Das sehen wir natürlich alles. Und bevor ich eintrete und Hallo sage, ich kann nicht durch das Dach durchschauen. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge. Und weiter geht's bei Let's Play. Ich wollte schon Desperados sagen, wir spielen hier Heldorado, den dritten Teil der Serie. Und wir wollten, genau, wir wollten guten Tag sagen. So. Das TNT-Feld okay. Hat auch keinen Grafikbug mehr. Gehen Sie jetzt mit Sam bei der markierten Zone in Deckung. Gleich wird's laut. Ich finde die Stimme von dem so cool. Klarer Fall! Gut. Kinderspiel. Wechseln Sie in die Third-Person-View. Jawohl, jetzt. Okay. Wählen Sie Sams Winchester.